Komm schon. Oh Gott. Bin hungrig? Warum bin ich hungrig? Bin richtig hungrig. Warum? Oh, Alter. Jetzt werden wir aber nicht weit kommen. Jetzt mal ernsthaft. Machen jetzt mal voll. Wenn wir wieder zu Hause sind, können wir wieder Deluxe Burger naschen. Da hinten die Seerosen. Ob die sich auch vermehren? Ich glaube, die nehme ich mal mit. Wie ich gerade Tab drücke, um. Das war Orange Dye. Das ergibt gar keine Farbe. Und mein Klee. Guckt euch das mal an. Die gehen kaputt. No. Dann halt nicht. Oh, da hinten. Siehst du, das hätte ich ja fast vergessen. Wir brauchen doch, dass da... Okay, Öl ist eine sehr zähe Masse. Das ist natürlich, ja. Gibt es denn noch eine Alternative zu Papier? Warte mal, Papier, Paper. Ich glaube, das hatte ich schon mal geguckt, ne? Aber, huch, aus den Augen, aus den Sinnen. Nur Sugarcanes. Mir jetzt gefreut, wenn noch irgendwie Bambus oder sowas mit bei gewesen wäre, aber nee, scheinbar nicht. Oh, guck mal die ganzen Blumen an. Das wird wahrscheinlich wieder Orange sein, ja. Pilze? So, wo sind wir? Da unten. Eigentlich? Bis auf Zuckerrohr? Aber Mensch, das mit dem Zuckerrohr ist doch ätzend. Netzend. Hm. Ist doch ätzend. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wofür habe ich das verbraucht? Beziehungsweise ich kann mich nicht entsinnen, dass... Ach nee, hatten wir ja geklärt, ne? Das war ja meine Tasche. Das war ja meine Tasche. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Da war was. Genau. Ich erinnere mich. Lass deinen zu Papier machen. Wäre toll. Der Megabaum. Das ist toll, ne? Wenn ich bedenke, dass wir alles schon aufgedeckt hatten. Alles. Oh, was ist das? Komm schon. Auch Orange Dye. Oh Mann. Ach ja. Hier ist dieser ultra mega krasse, echt kranke Baum. Da müssen wir auch irgendwas reinbauen. Irgendein richtig geiles Baumhaus oder so. Ist doch einfach nur. Ist doch einfach nur der Obershit. Ein Baum und dann so eine Dimension. Echt übel. Sagt er mir hier unten ein Sonnenblumenfeld? Jetzt? Da lang? Das war zu weit. Da lang? Da, Sonnenblumen, Tatsache. Das wird sogar eingezeichnet auf der Map, jetzt ernsthaft? Cool. Schön. Ich lasse die aber jetzt so, das ist... Achso, das ist eine Sonnenblume von hinten. Mhm, eine Sonnenblume mit Titel.
Sonnenblume von hinten. Ein von und zu. Seid ihr rot, Poppy? Ja. Poppy ist rot. Minecraft Poppy, okay. Muss ich gleich an Stardew Valley denken. Dann sind noch mehr Poppys. Also wir brauchen wir gar nicht. Wenn ich das einige, ne, dann haben wir fast 1000 oder 2000 Einheiten rot. Dann können wir ja schon fast wieder zur Wüste daggeln, um da grün zu holen und ganz zu schweigen vom Blau. Blau war Lapis Lazuli, ne? Dann müssen wir unter der Erde. Viel komplizierter. Haben wir schon mal irgendwo extrem blaue Blumen gefunden? Also überwiegend viel blaue Blumen gefunden, meine ich. Eisen voraus. Müssen wir mitnehmen? Alter! Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Was ist hier los, ey? Wahnsinn. Schön. Sowas mag ich ja. Hier natürlich auch noch Gravel, das brauchen wir eigentlich auch, aber für Gravel gehe ich separat los. Da nehme ich euch nicht mit und das hole ich, wenn dann, auch aus der Mine raus. Da haben wir noch genug Gravel vorkommen. Das Problem ist nur, ich glaube es zumindest, dass Gravel, ja, also Gravel hüllt ja riesige unterirdische Räume aus, ne, die man auch relativ schnell wegräumen kann. Was ist das? Irgendwas Blaues, wir gehen mal gucken. Und kommt wirklich Purple raus? Okay, ich muss mal ganz kurz hier die Tasche aufmachen. Und ich glaube, dass man, wenn man sich drüber befindet, dass ich das echt hart bemerkt. Ach so, das ist Purple. Okay. Purple Rain. Purple Rain. So, Orange haben wir jetzt auch jede Menge. Wir hätten ja nochmal umwandeln können hier. Ah, das auch noch. 64 mal rot. Wahnsinn. Aber kein Sugarcane in der Nähe, ne? Nichts, nada. Doch, wenn man vom Teufel spricht. Man sollte häufiger vom Teufel sprechen. Nein, lieber nicht, aber es bringt. Da hinten ist noch mehr. Guck mal da. Und da. Und da. Cool. Ich weiß auch noch nicht genau, wann. Ich möchte mit euch auch mal eine riesige Höhlentour machen. Voilà. Ich nehme das hier alles mal mit. Und also wirklich mit allen drum und dran. Ich weiß, dass bei uns unterirdisch in der Mine, da geht was. Da geht wirklich was. Da ist sehr, sehr viel Potenzial. Oh, Kühe schubsen! Leute, das muss sein. Es tut mir wahnsinnig leid. Wer Veganer ist oder was auch immer, guckt weg. Aber hier sind meine Bücherregale. Hier laufen Bücherregale rum. Und das unendlich viele. Man möchte ja meinen, hier war eine Apokalypse und hier ist eine Riesenherde Kühe ausgebrochen. Oh, komm her. Cool. Voll cool, cool. Ganz zu schweigen, die Burger. Wenn wir jetzt noch so eine Horde Schweine finden. Obwohl, wir können auch den Deluxe-Burger machen. Dann ist da, weil ich jetzt gar nicht mal genau weiß. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, aber ich... Es könnte sein. Ob da jetzt Speck mit drauf kam oder nicht. Guckt euch das mal an, das ist Wahnsinn. Das ist nicht schlimm, wenn ich das hier mal ausdünne. Da haben wir ein Pferdchen. Ja, Pferde, ne? Oh, das wird auch noch ein Projekt. Das wird auch noch ein Projekt. Das ist hier so... Ich wollte sagen, blaues Schaf voraus, aber nein, nein, nein. Da ist sogar eine Pute. Kann man auch ziehen. Wer nicht weiß, wie, einfach mit Kürbiskern.
Kürbiskerne vor die Füße werfen und schon gehört die Pute der Truthe an euch. Oh Gott, hier gibt es echt viel Geflügel. Oh, ein weißer Tiger. Hab ich die Schere bei? Muss mich gleich erstmal schlafen legen. Die sieht so untypisch nach Schere aus. Die habe ich schon wieder irgendwo hingeschmissen, ne? Can only sleep at night. Tada. Hasen. Aber wehe dem, man sucht die mal. Ich müsste das hier eigentlich als Tierparadies eintragen. Hühner. Unmengen Hühner. Warte mal, ich gehe hier mal. Gewöhnlich sind da, wo Hühner sind, auch Eier. Und Eier wiederum verschaffen uns da hinten nach dem Junkfix zu einer neuen Hühnerpopulation. Oh mein Gott. Mir kommt die Gegend total fremd vor, jetzt ernsthaft. Wo bin ich denn jetzt? Das sind auch Sonnenblumen. Ich gehe hier mal weiter. Es ist mir gerade... Schade, dass ich keinen Sattel bei habe. Ernsthaft. Wobei auf... Oh Gott, die nächste Kuhherde. Leute, ich nehme die einfach mit. Das sind meine Bücher. Ganz zu schweigen von XP, die hier rumläuft. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht verstehe. Wir haben keine natürlichen Feinde hier, aber der Server muss doch regulieren, dass so und so viele Viecher pro Chunk nur möglich sind. Und gerade Kühe sind ja jetzt hier enorm viele. Und dank der Wehalla-Axt, die wahrscheinlich eher auf sechsbeinige Pferde steht, sind die Kühe kein Problem. Lass dir auch irgendwas fallen? Außer XP-Kugeln. Nehme mich jetzt mal mit für Lammspieße. Okay. Die werden sich schon wiederholen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben genug hier zum Pimpern. Schwein voraus! Schweine voraus! Schweine! Hallo Schweinis! Ich muss aber erstmal gucken, ihr seid nur drei Stück, ne? Na okay. Ihr dürft leben bleiben. Gott, ich bin hier gerade hin und weg. Das Gebiet ist irgendwie Hammer. Und vor allem so leckfrei. Hier gibt's Kühe, Schweine. Ich mache jetzt mal ein paar Schweine weg hier. Pferde? Ich würde sogar Pferde schlachten, wenn es ein bisschen mehr als Leder geben würde. Wobei... Oha! Leder. Warum sollen nur die Kühe sterben? Zebras sind mir zu schnell, die laufen immer weg. Ist doch Leder, ne? 40 Leder schon. Ja, merkt ihr was? Ich war hier noch nie. Ernsthaft. Das wäre mir doch aufgefallen, wenn ich hier in eine Region gekommen wäre, wo so viel Zeugs hier rumfliegt und so. Ziegenfleisch, genauso. Da haben wir noch schwimmende Schweine, deswegen nehme ich die vier jetzt mal mit. Ach, ist das schön. Nein, eigentlich ist es nicht schön, ich weiß. Aber, es ernährt mich. Und das lange. Das sind etliche Burger. Ich habe nur... Mir fällt gerade was ein. Mir kommt gerade so in den Sinn, das bedarf ja natürlich auch Getreide, dass wir Brot backen können, weil das wiederum habe ich nicht in Masse. Was ist das denn? Was leuchtet da so? Ist das alles das, was ich denke, dass es ist? Ja, ne?
kann mich hier so null dran. Oh. So null dran entsinnen. Dass ich hier schon mal war. Aber ich dachte, Hasen lassen auch Fleisch fallen. Nee, ich bin alleine, ich wollte gerade sagen. Aber das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Federn. Die würde ich mir am liebsten unterm Arm klemmen und mitnehmen. Große Eierproduktion. Wollte doch eben gerade... Ich habe doch gerade noch gesagt, ist es das, was ich denke, da hinten? Ich weiß, dass hinter mir ein Zweierpack ist. Aber voraus ist wesentlich mehr. Glaube ich. Wie konnte das denn passieren? Und dass die sich komplett... Wie haben wir jetzt? Komplett erholt haben, ne? Also hier aufbauen konnten. Das würde ja bedeuten, dass ich trotzdem schon mal hier war. Huch! Der ist mir in die Axt gelaufen. Ich schwöre. Wir lassen nichts, wirklich nichts fallen. Schwein. Schaf. Das ist ja auch schön dunkles Holz. Dark Oakwood. Nee. Wie heißt es? Dark Oakwood, doch. Habt ihr gerade die Pflanzen dazwischen gesehen? Guckt euch die mal an. Sehen die mal geil aus? Sollte ich hier ein bisschen was stehen lassen, ne? So. Aber dass ich zum Beispiel auch kein Rehfleisch, ne? Also hier Wildfleisch kriege, ist auch so ein Ding. Es gibt ja definitiv Rezepte, aber es ist halt die Frage, ob das daran liegt, dass wir halt die Most Creature Mod drin haben. Vielleicht hatte Pam's Harvestcraft eigene Tiere reingesetzt, also jetzt Wildtiere. Ich kann mich so null dran entsinnen an dieses Gebiet. Wieso ist hier eine Wüste? Puh. Warum nicht? Gehen wir mal die Wüste dahin angucken. Vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass wir anders laufen. Ich hatte eben gerade noch da.